In diesem Video lernen Sie die Grundlagen der Benutzung von NinjaTrader-Arbeitsbereichen kennen, welche es Ihnen ermöglichen, alle Fenster, die Sie zum Trading verwenden, schnell wieder aufzurufen. Sie können mehrere Arbeitsbereiche konfigurieren, die sich über mehrere Bildschirme erstrecken. Ich zeige Ihnen, wie Sie Arbeitsbereiche speichern, öffnen und modifizieren, zwischen mehreren geöffneten Arbeitsbereichen wechseln und schließlich Ihren Arbeitsbereich schließen und für die zukünftige Verwendung speichern. Sobald Sie alle Fenster eingerichtet haben, die Sie für Ihren Handel verwenden möchten, können Sie diese Konfiguration als Arbeitsbereich speichern. Dazu klicken Sie im NinjaTrader Kontrollzentrum auf Arbeitsbereiche und dann auf Speichern unter. Ich gebe einen passenden Namen ein und klicke dann auf OK. Jetzt kann ich diesen Arbeitsbereich wieder aufrufen, indem ich diesen im Menü aufrufe und auswähle. Sie können sehen, dass der aktive Arbeitsbereich im Menü mit einem grünen Symbol hervorgehoben ist. Alle geöffneten Arbeitsbereiche, die nicht der aktuell aktive Arbeitsbereich sind, jedoch im Hintergrund geöffnet sind, werden mit einem grauen Symbol neben ihrem Namen angezeigt. Dies ist eine schnelle Möglichkeit zu sehen, welche Arbeitsbereiche geöffnet sind und welche derzeit verwendet werden. Wenn ich mit einem leeren Arbeitsbereich beginnen möchte, kann ich die Option Neu aus dem Menü anklicken. Ich kann einen neuen Namen bestimmen und dann auf OK klicken. Wenn ich einen bestehenden Arbeitsbereich als Ausgangspunkt für die Konfiguration eines neuen Arbeitsbereichs verwenden möchte, kann ich dies mit der Funktion Speichern unter, die sich neben dem Namen des aktiven Arbeitsbereichs im Menü befindet. Nach dem Speichern unter einem neuen Namen kann dieser unabhängig konfiguriert werden. Wenn ich zwischen geöffneten Arbeitsbereichen wechseln möchte, kann ich dies auf verschiedene Weise tun. Zunächst kann ich vom Kontrollzentrum aus auf das Menü zugreifen und aus den verfügbaren Optionen auswählen. Wenn ich mehrere Arbeitsbereiche geöffnet habe, aber zwischen ihnen wechseln möchte, kann ich dies tun, indem ich die Umschalttaste gedrückt halte und die F3-Taste auf meiner Tastatur drücke. Um einen Arbeitsbereich wieder zu schließen, kann ich dies auch wieder über das Menü erledigen. Ich klicke auf Schließen und wenn ich das Menü erneut öffne, sehen Sie, dass der geöffnete Indikator nicht mehr angezeigt wird. Zuletzt ist es wichtig zu beachten, dass Sie, wenn Sie den NinjaTrader nach einer Handelssitzung schließen, die Plattform vom Kontrollzentrum aus verlassen müssen. Sie werden hier aufgefordert, Ihre Arbeitsbereiche zu speichern, damit Sie sie bei Ihrer nächsten Handelssitzung wieder verwenden können. Wenn Sie einzelne NinjaTrader-Fenster schließen, wie zum Beispiel Charts oder Superdome-Fenster, und erst danach den NinjaTrader verlassen und Ihren Arbeitsbereich speichern, werden diese Fenster nicht mit einbezogen, da diese bereits vor dem Speichern geschlossen wurden. Danke fürs Zuschauen. Schauen Sie sich gerne auch weitere unserer Videos an, um schnelle Tipps zu erhalten, die Ihnen den Einstieg in den NinjaTrader erleichtern.